Servus Leute, hier seht ihr auf jeden Fall unsere richtig geile Sauerbratensoße, wie man die macht. Richtig handwerklich hergestellt, ohne Fertigprodukte. Die ist auf jeden Fall richtig mega geil. Schaut euch an, das ganze Video, dann seht ihr, wie es gemacht wird. Also, wir machen jetzt mal die Soße. Dazu braten wir erst einmal die ganzen Knochen an, die Rinderknochen, wo wir uns aufgehoben haben. Bis die ein bisschen Farbe haben. Ich bin ja gekocht. Naja, aber ich habe mir das ein bisschen so angeeignet, so nebenbei. Gut, war auch mal ein bisschen bei der Bundeswehr in der Küche. Kurzzeitig. Ja, da war ich 4 Jahre fast. Oder 3,5. Und drum ist es auch gar nicht so wirklich schwer für mich, die größeren Mengen zu kochen. Wir braten jetzt auf jeden Fall erst die Knochen an. Dann tun wir jetzt Zwiebeln, Karotten und Lauch dazu. Normal würde ich jetzt in die Soße noch Sellerie mit rein tun, aber den lassen wir weg wegen der Allergene, weil da haben wir nichts zum Kennzeichnen. In manch andere Fertigessen bzw. Gläser haben wir auch Sellerie mit drin. Dass wir halt auch mal ein paar Sorten haben oder mal eine Sorte haben, die ohne Sellerie ist, falls dann Allergiker mal dabei ist. Und ich finde jetzt im Sauerbraten braucht man es gar nicht unbedingt. Ich brate die Knochen an, aus dem Grund, dass ich schon mal die ganzen Röstaromen für die Soße dann später habe. Und dann wird sie auch schön dunkel und schmeckt auch besser. Es gibt Gulaschsuppe, das muss aber auch noch ein bisschen Farbe kriegen, dass es schön ankocht. Eine Gulaschsuppe, das muss aber auch noch ein bisschen braten, dass es schön Farbe kriegt. Und dann kommt noch Tomate rein dazu. Das ist erstmal die ein bisschen schön anbraten, die Knochen. Ja, die tue ich dann nach und nach dann rein, weil der Topf auch ein bisschen zu klein ist. Die Knochen, die wir gerade rausbraten, die natürlich nicht schwarz anbraten, sondern natürlich schön goldbraun, wenn es möglich ist. Natürlich kommt meistens alles ein wenig dunkler vor, weil wenn ihr es zu lang in dem Topf habt oder im Ofen, egal wie ihr es jetzt macht, dann habt ihr das Problem, dass es dann einen bitteren Geschmack mit sich nimmt, halt einen angebrannten, wie man so gut kennt beim Soße machen oder eigentlich allem. Und das ist eben der Grund, warum ihr es nur goldbraun machen müsst. Natürlich schön auf Volldampfhitze, aber schön immer auch umrühren, dass es nicht alles anbrennt und ihr damit eure Soße kaputt macht. Das schneidest du dann schon, das passt. Wir machen jetzt, die Knochen braten wir jetzt an für den Sauerbraten, den wo der Timo dann vorhin in den Ofen rein hat. Und den lassen wir dann bis heute Abend schön kochen. Das ist nicht mal wendig. Wusstet ihr, dass die Rinderknochen, die wir jetzt da mit drin haben und mit auskochen, dass diese Rinderknochen tatsächlich wie so ein Wabennest aufgebaut sind, also wie jetzt zum Beispiel von der Bienenwabe oder Wespen oder irgendeine Wabe, damit der Knochen natürlich auch versorgt werden kann. Heißt, der Knochen wird jetzt erst einmal auch rot, wenn wir den rausbraten, weil das ganze Blut und der Rest, was da ist, jetzt nach außen rauskocht und es ganz langsam tatsächlich, weil das muss ja richtig einen Weg gehen, dass es durch die Hitze erstmal rausgedrückt wird. Deswegen kommt der Knochen erst einmal rot. Und das ist der Grund, wie die Knochen zum Beispiel auch versorgt werden können. Weil die Knochen müssen sich ja genauso mit aufbauen, die müssen genauso wachsen mit dem Alter. Und das Ganze ist natürlich dann auch der Grund, warum die Knochen jetzt zum Beispiel auch relativ leicht sind. Weil das ist ja dann da nicht massiv Knochen, sondern da ist ja überall dann quasi so Luft oder eben Flüssigkeit drin. Das, was im Endeffekt in den Waben drin ist, das ist ja natürlich nicht so von der Dichte her nicht so krass wie eben der ganze Knochen an sich, was wir im Endeffekt als hart empfinden. Und deswegen ist der Knochen auch leichter, als er eigentlich im Endeffekt wäre, wenn er massiv wäre. Genauso ist die Haltbarkeit vom Knochen, also diese Stabilität, die ihr im Knochen habt, dadurch auch nochmal viel mehr stabiler, weil wir haben dann nicht ein Massivding, was dann einfach bricht, wie jetzt zum Beispiel ein Glas, wenn es einmal bricht, dann bricht, sondern das federt quasi auch die ganze Zeit ab und dämpft sich gegenseitig, weil es so richtig warm strukturmäßig aufgebaut ist. Dasselbe hat der Papa mir gerade erklärt, ist zum Beispiel auch in den Türen mit drin, damit eben die Türen und alles erhalten und alles im Endeffekt stabiler ist, wird es mit so Waben genäst gemacht, damit es eben stabiler ist, als wenn du es massiv machen würdest. Es ist leichter und stabiler und deshalb ist es super. So, hallo, da sind wir wieder. Und die Knochen sind schon ziemlich angebraten. Kannst du mal reinschauen. Und jetzt tun wir dann das Gemüse noch dazu. Also die Zwiebeln, die Karotten, den Lauch tun wir ein bisschen später mit rein, weil der verbrennt immer relativ schnell. Und lassen das Ganze dann einfach auch noch ein bisschen mit anbraten. Wenn das Ganze jetzt dann auch noch schön angebraten ist, dann gießen wir das mit dem Sud vom Sauerbraten, dem wir eingelegt haben, mit dem gießen wir das dann auf und dann lassen wir das kochen
dass die ganze Kraft von den Knochen, der ganze Geschmack in den Sud übergeht. Und danach tun wir es dann bloß noch abseihen. So, hallihallo, da sind wir wieder. Und zwar, jetzt ist das Fleisch, die Knochen besser gesagt, die sind schön angebraten mit dem Gemüse. Jetzt tun wir unseren Lauch mit rein und tun dann auch gleich mit Sud aufgießen. Wir tun dann den kompletten Sud rein, machen den Topf voll, lassen das dann noch einfach 2-3 Stunden kochen und dann seihen wir es ab. Da ist der Lauch. Den tun wir jetzt einfach da noch mit rein. Dann nehmen wir jetzt einfach den ganz normalen Sud, wo wir das Fleisch auch mitgekocht haben. Mit den ganzen Gewürzen, das alles drin ist, Salz, Zucker und die ganzen Gewürze, Wacholderbeeren, Senfkörner, die ganzen Schichten. Das tun wir jetzt einfach rein. Machen wir den Topf einfach voll. So, das reicht aber. Und dann lassen wir das jetzt 2-3 Stunden kochen und dann sehen wir uns wieder. Also jetzt haben wir es 4 Stunden kochen lassen, das ganze Knochen und Gemüse und den ganzen Sud. Jetzt ist die ganze Kraft, die ist lecker, die ist in der Soße, ich habe sie gerade schon mal probiert. Wir schütten die auf jeden Fall jetzt da durch den Sieb und seihen die ab, dass wir die ganzen Stücke hausen haben und dann machen wir sie fertig. Nö, das tun wir dann weg. So, und da haben wir jetzt einen richtig mega geilen Sud. Auf jeden Fall schon. Der hat richtig viel Kraft, der schmeckt richtig lecker. Durch die Knochen und durch das ganze viele Gemüse. Und es gibt dann auch am Schluss richtig leckere, kräftige Soße. Oh, Sauerei. Muss immer auch dabei sein, die Sauerei. Ich gehe mal schnell nach hinten, mache den Topf schnell sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe jetzt den Topf schnell sauber gemacht, dass kein Knochensplitter und keine Gemüsereste mehr drin sind. Und jetzt tun wir den ganzen Sud, den Abzeiten, tun wir jetzt wieder in den Topf rein. So. Wenn der jetzt dann aufkocht, dann tun wir Preiselbeeren noch ein bisschen mit rein und von der Einbrenne, die haben wir uns schon mal vorgemacht. Das zeige ich euch mal irgendwann in einem separaten Video, wie die Einbrenne funktioniert. Dann ist eigentlich die Sauerbratensoße schon fast fertig. Da kommen noch ein paar verschiedene Gewürze mit rein und ja, und dann sind wir eigentlich fertig. Also wir probieren auf jeden Fall mal die Soße. Die ist zwar jetzt kalt. Also die ist einmal frei auf jeden Fall, von der Konsistenz her passt. Wenn die dann warm wird, wird sie ja noch flüssiger auf jeden Fall. Und mehr wollen wir nicht. Weil sie jetzt kalt ist, schmeckt sie, ja, die ist einfach ein bisschen fester von der Konsistenz her. Geschmacklich ist sie eigentlich gleich auf jeden Fall. Die wird dann beim Kochen, wird die dann auf jeden Fall noch flüssiger. Und wir füllen die jetzt einfach mit der Füllmaschine in die Gläser. Und dann tun wir im Anschluss unser Fleisch noch rein dazu wiegen. Also in die Soße habe ich jetzt rein eine dunkle Einbrenne, die ich selber gemacht habe. Das zeige ich euch aber irgendwann mal in einem anderen Video. Also definitiv das Abonnieren nicht vergessen, dass ihr mitkriegt, wann das andere Video dann kommt mit der Einbrenne. Beziehungsweise Preiselbeeren und ein paar verschiedene Gewürze haben wir da noch rein, dass es einfach gut schmeckt. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, dann abonniert und liked das ganze Ding. Und vergesst nicht, lasst euch nicht von der Masse verleiten, lasst uns bei der Qualität bleiben. Das war jetzt ein Timos Anspruch.